habe auf dem Pult von meinem Sohn ein Arbeitsblatt entdeckt. Das hat mir zufällig mein Interesse geweckt. Es war ein Blatt aus der Biologie. Blutgruppen waren das Thema. Es gibt Blutgruppen 0, A, B und AB. Und in einer Tabelle hat man deutlich sehen, wie sich die Blutgruppe vererbt von den Eltern auf die Kinder. Also welche Kombinationen möglich sind. Dazu eine Aufgabe mit einer Frage zu einer Vaterschaftsklage. Ich habe kurz überlegt und die Frage auf uns drei übertragen. Seit dem Blutspenden habe ich gewusst, meine Frau hat A. Und mein Sohn hat seine oben aufs Blatt geschrieben gehabt. Dann habe ich nachgeschaut in den entsprechenden Spalten. Und in dem Moment, da habe ich geschalten. Wo war meine Frau 9 Monate vor der Geburt? Ist sie dort nicht normal mit dem Sammy geschäftlich vor? Ich habe schon damals ein komisches Gefühl dabei. Der Typ ist doch schon immer ein Vollpfosten gsi. Was habe ich mich immer so gequält? Das ist das Puzzleteil, das fehlt. Wenn ich nicht der Vater bin, macht alles plötzlich Sinn. Drum hat mein Sohn Hasenzähne, drum hat er Übergewicht. Drum hat er die roten Haare und Pickel in seinem Gesicht. Drum kann er nicht shooten, drum checkt er nie einen Witz. Drum wird er von allen gemobbt und stinkt so, wenn er schwitzt. Drum ist er so faul, drum ist er immer bleich. Drum ist er ein Pfeife und brüllt wegen jedem Seich. Drum ist er ein Feigling, drum hat er keinen Mut. Drum hat er meine Siegergene eben nicht im Blut. Jetzt übertreibst du schon ein bisschen. Nein, drum hat er so Wurstfinger und eine Erdnussallergie. Drum hat er kein Rhythmusgefühl und Legasthenie. Drum hat er kein Ehrgeiz und trifft nie den richtigen Ton. Drum ist er so ein Loser, er ist nicht mein Sohn. Nein, nein, er ist nicht mein Sohn. Nein, nein, er ist nicht mein Sohn. Plötzlich fragt mein Sohn, was ich da mache mit seinem Blatt. Ja, das Blutgruppenzeugs, das fände er schon noch glatt. Weil ich doch 0 heg und die Mami A. Hege er eben auch 0, das sehen wir in dieser Spalte da. In seiner Klasse gäbe so Idioten, die sagen es blöd. Die checken so eine simple Tabelle einfach nicht. Und dann zeigt er mir den 6er, den er hat in dem Biotest. Ich habe schon immer gesagt, mein Sohn ist und bleibt der Best. Ja, ja. Da könnt ihr den Kanal abonnieren, da liken. Und ob es euch gefallen hat oder nicht, da gibt es ganz viele Sachen, die ihr schauen könnt und mega lustig sind. Wo? Da. Also dann kannst du noch weiter, hast viel weiter. Viel. Ja, nein, komm, mach jetzt.